Cam Brokkidi Boy, Futur durch Marokko. Kommt es an die türkische Küche ran? Er macht das Social Experiment für uns, Friends. Er hat sein Leben aufgeopfert für dieses Video. Let's go! Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Futur. Wo sind wir, Amir? Marrakesch, Marokko. Wie man unschwer im Titel lesen kann. Mit dabei! Laso 376. Ich habe Hunger. Kohldampf. Was hast du da an, Laso? Outfit of the day. Hose von meinem Vater. Hemd aus Casablanca. Beste Leben. Casablanca, oh ja. Oh, mit dabei, mein schöner Bruder Amir. Oh, Amir! Let's go! Das Outfit matcht. Ich würde nicht nur das Essen hier smashen, ich würde sogar dich smashen. Habibi, dein Schnurrbart. Bruh. Ein Outfit. Ein schöner Mann. Ein schöner Mann, der 2 Meter groß ist. Very good, very nice. Hello, Fein Mama. Oha. Und da sind wir jetzt angekommen. Der Laden heißt Fein Mama. Ja, Fein Mama. I'm gonna cook you all day and your mama. Aber komm her. Was hat die marokkanische Küche zu bieten? Frühstück haben die einmal Hringo, wenn ich mich irre. Das sind so Pfannkuchen. Aber das ist doch Kurde. Woher kannst du es überhaupt wissen? Amir spricht alle Sprachen. Walla, bitte red mal auf Marokkanisch. Sag mal irgendwas. Ich kann das halt nicht untersuchen. War das jetzt richtig an meine marokkanischen Bratans und Sisters? Thank you very much. Yeah, thank you, my friend. You are welcome. Very good, very nice. Hello, fine Mama. Du brauchst nur so einen Mitarbeiter und schon ist der Kunde glücklich, Bruder. Ja, oh. Ja. Ey, glaubt mir, so ein guter Mitarbeiter oder so ein lustiger Kerl, der da hinter der Theke steht, das macht so viel aus, Chat. Ich merke auch, so viele Läden hier in der Türkei, die sind natürlich auch gut, teilweise wegen dem Essen, aber größtenteils Menschen gehen dahin wegen der Person, für die das Restaurant berühmt ist und so. Das ist echt crazy. Oh, okay. Oh, was haben wir denn hier? Das ist Hummus? Stark. Schle. We call this Yumurta. Ah, Yumurta. Der Bruder macht uns jetzt Nana-Tee. This is an orange flower. Ah, okay. It's good. Chat, Kızım Burak, gell? Ist er eigentlich größtenteils in dem Laden hier in Istanbul? Oder ist er die meiste Zeit in Dubai? Ich kann das gar nicht einschätzen. Wo ist er öfter? Er ist oft in Istanbul. Geh Nusret. Ich weiß, für manche klingt das komisch, aber ich lebe einfach in Istanbul. Ich war bis jetzt nicht Nusret, Chat. Ich war nur Nusret Burger, da habe ich diese Burger gegessen, aber sonst, ich war noch nie bei Nusret. Er hat einfach Kolonia in unserem Tee reingemacht. Kolonia in Tee. Diese Idee ist verrückt genug, um sie in die Tat umzusetzen. After this, test it. Yes. Really good. Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie Gözleme. Weißt du, das kann man mit Hummus essen? Ist lieber so, probier doch wieder so. Kauf dir 40 Lira Steak, mach selber besser als Nusret. Ich weiß nicht, wo man für 40 Lira ein Steak findet, Bruder Herz. Ohne nichts. Ein bisschen Gözleme mit Hummus. Ich habe gerade gefragt, was das hier sein soll. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber hier soll mal Aubergine in Olivenöl und so weiter gewichst worden sein. Gucken wir mal. Schmeckt gut, sehr gut sogar. Was ist das hier? Das ist. Das sieht auch echt saftig cremig aus. Keine Ahnung, oder Erbsen oder so. Guck, was die Erbsen drauf haben. Boah. Das sind Linsen. Also, schade. Okay. Ich feiere die Linsen hardcore. Ich mag dies nicht, ja, diesen. Für 40 kriegst du Knorpel. Ich hasse dieses Wort Knorpel, Bruder. Knorpel oder Kruste, das ist so komisch. Diesen Minzgeschmack in der Linse ist nicht so gut. Wir haben hier Spiegelei mit irgendwelchen Gewürzen. Boah, Bruder, das schmeckt echt krass. Das ist nicht dieses typische Spiegelei, was wir kennen, Bruder. Das ist schon anders. Es schmeckt gut, aber ich mag diese. Ich denke, das ist so auf würzig-mürzig. Intensive Minze nicht, Bruder. Und Marokko lieben Minze, wa? Ich find's geil. Marokkanischer Minztee. Walla lecker, Chat. Ist so vielleicht Geschmackssache, aber marokkanischer Minztee. Okay, hier haben wir Spiegelei nicht mit Sucuk, sondern mit, keine Ahnung, Alter, mit anderem Fleisch. Trockenfleisch. Trockenfleisch, ja. Hammer, Bruder. Ich muss zugeben, das hat mir vom Frühstück am meisten gefallen. Thank you, my brother. Yeah, yeah, we enjoy you, it. It was really good. Thank you. Thank you. Have a good time, maybe thank for you. Dinner. What's your name? Der Typ ist so positiv geladen. Mein Name ist Gamu. Gamu. Ja, Gamu, I'm from Senegal. Nach 3 Stunden Fußweg haben wir endlich einen neuen Laden gefunden. Und hier werden wir Fleisch essen. Kulturell, Bruder. Das sieht sehr high quality aus. Mit Lammfleisch und Dings da. Ganz Appetit normal. Auf Lammfleisch, Mercedes in Diamantweiß. Genau, und einmal Couscous natürlich auch mit Lammfleisch, weil von Fleisch kriegt man nie genug. Boah, Bruder, Couscous. Willst du mal Kuss gehen? Ey, guck mal bitte die Oma, wie sie gerade guckt. Sie ist jetzt schon so verstört, gell?
Ungelungen, letzte Aufnahme ist vor 40 Minuten gewesen. Wir müssen das dann noch schlachten, glaube ich. Bruder, in Marokko ist der Service sehr, sehr langsam. Meine Nachfrühbrüder, es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber es ist so. Wow, very nice. In welchem Kontinent liegt Marokko? Bruder, so Erdkunde wirklich lost, aber ist das nicht Afrika? Weh, ihr lacht mich jetzt alle aus! Afrika, okay, puh. Oh, was ist das jetzt auf die Chance? Das soll Couscous sein? Ja, das ist Lammfleisch und das ist Couscous. Ah. Malik wusste es nicht. Sagt Walla, niemals. Malik meinte Europa. Ich meine, what the fuck ist das für ein Motiv? So, wenn du schon mit deinen T-Shirts rumgehst und Sachen verkaufst, dann sollten das so, keine Ahnung, so Mercedes-Benz. Was hat er gegen den Brie? Er versucht doch nur ein T-Shirt zu verkaufen. BMW-T-Shirt sein oder I love Marokko für Ausländer. So, ich meine, Afrika? Ja, okay, schön und gut, dass es Afrika ist, aber wer kauft jetzt auf random so ein Afrika-T-Shirt? Hä, wieso nicht? What the fuck? Wer kauft ein Afrika-T-Shirt? Also wirklich jetzt. So, vor allem in Marokko. Du bist in Urlaub zu Marokko, Bro. Du bist in Urlaub in Marokko und du kaufst ein Afrika-T-Shirt. Mal gucken, wie der Saft schmeckt. Oh mein Gott, Chat, er ist auch so selbstbewusst dabei, gell? Er ist so selbstbewusst. Marokko ist in Afrika, ich halte meine Schnauze, ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach meine Schnauze halten, okay? Ich sag nichts mehr, das ist schon peinlich, ja. Immer wenn das Leben mir das Gefühl gibt, dass ich in einer gewissen Sache unbewandert bin oder lost, zeigt mir das Leben sowas. Das ist ja mehr Gemüse als Fleisch drin, Bruder. Also ich sag's euch, wie es ist, ich habe noch nie so Essen serviert bekommen. Ich kenne das gar nicht so. Okay, wie esse ich das denn hier? Schwester, die Marokkaner, die das Video gerade gucken, die denken sich, oh Junge, wie ist ihr? Wo seid ihr hingegangen? Jungs, wir sind zum ersten Mal hier, was soll man machen? Wir wurden da fast getötet von irgendwelchen Schlangenanbietern. Okay, guck mal, was... Schlangenanbietern, Bruder, was er sagt. Das Lamm drauf an. Ich sag's euch, wie... Ey, dieses Sound wegmachen, das ist so weird für mich. Hört auf damit. Guck mal bitte, Geräusche. Fast getötet von irgendwelchen Schlangenanbietern. Okay, guck mal, was das Lamm drauf hat. Ich sag's euch, das ist so weird, wie es ist. Ihr Marokkaner seid anders, ja? Bruder, ich dachte, die machen jetzt so einen Tontopf auf und da kriegen wir so eine Fleischportion, eine Lammportion. Ich glaube, das sind Zwiebeln, Bruder. Das haben die so süß angebraten. Das geht jetzt nicht an. Das Ding ist, eine Foodtour muss real sein. Mir schmeckt nicht so gut, man ist dankbar, aber ich würde es nicht nochmal bestellen. Vielleicht sind wir auch einfach in einem... Ey, Big F an die marokkanischen Bratans und Sisters. Ist er wirklich das, was so Marokko repräsentiert, oder ist er bei den falschen Spots? Woran liegt's? Woran hat's hier liegen, Chat? Falschen Restaurant, vielleicht gibt's bessere. Auch sein, Bruder. Das ist auch Lammfleisch. Mit viel Gemüse. Mit sehr viel Gemüse. Gesund ist es auf jeden Fall. Das ist Gemüse mit Lammfleisch, nicht Lammfleisch mit Gemüse. Schmeckt auch sehr gut. Ich habe bessere gegessen, aber schmeckt auch gut. Woran hat's hier liegen, ja? Ist zu viel Schnickschnack, man muss am Boden essen. Boah, ey, ich schwör's dir, fühle ich Cold Driven, so mit den Bratans, mit diesem Tisch, der so am Teppich ist. Dieser, ey, hol mal meinen Topf, rausch. So, das ist das Ding. Ich gebe dir 8 von 10. Nicht so lecker! Wir sind in ein Reichenviertel reingefahren, hier ist eine Golfanlage und hier soll's den miesesten Burger der Welt geben. Yo, Gianni. Gianni Versace. What the fuck, Alter? Boah, mit Wasserfall und so, Bruder. Mit Cayenne. Den besten Burger, ich bin gespannt. GLE, den hast du doch auch geholt, Jan. Steifen. Mamas Auto. Mamas Auto ist auch in Marokko angekommen. Meine Mutter wollte auch Burger mit Essen kaufen. Also, wir sind bei... Omami Burger. Ist das der Nachbarladen von diesen einen... Come hungry, leave happy. Ulla, die internationalen Bres. Der Nachbarladen von diesen einen Frühstücksladen. Hieß er nicht auch Omami? Hello, bye, Mama. Diese nette Dame brät unsere Burger. Die Mutter von Kentucky Fried Chicken. Das ist die Frau, Bruder. Boah! Wir sind kritische Food-Tester. Uns können die mit so einem Ding hier nicht verarschen. Walla, aber das sieht sehr schön aus. Und ich muss zugeben, Freunde, was ich wirklich auch gelernt habe, seitdem ich in mehr und mehr Restaurants gehe, manchen Leuten, denen geht's gar nicht so krass um das Essen. Denen geht's dafür, dass das Essen einfach halbwegs klar geht und für das Ambiente, den Vibe, einfach vielleicht mit einer Person chillen, die man liebt und so, dies, das, für die schöne Zeit. Viele juckt das Essen nicht mal, ich schwöre es euch. Deswegen, einfach, du darfst, also ich finde, wenn du das testest, solltest du nicht nur unbedingt das Essen bewerten, weil manchmal Leute gehen einfach auch für den Vibe hin, für die Experience, dies, das, pipapo. Ey, das sah hier kurz aus wie Greenscreen, sag mal, das sieht so heftig aus. Das könnt ihr mit so einem Ding hier nicht verarschen. Es muss hier schmecken. Mal gucken, wie es schmeckt. Oh, Tiger Woods, mein Bruder. Genauso weiterspielen, genauso. Also was mir an den Menüs besonders gefällt. Bei dem gab es doch auch so voll viel kritische Stories und so, oder? War das er mit Ehefrau, dies, das, pipapo? Ich habe mich da nicht so wirklich reingefuchst, aber der hatte da doch Struggle, sein Vater. Ist, dass man nicht die ganze Zeit umblättert und sowas. Ja. Mein Name Borat, das ist meine Schwester. Sie sieht eins aus wie Borat. Mein Name Borat, sie steifen. Ich werde so...
Lars wollte einmal ernst sein und dann sowas. Ein Monster essen, weil die hier provozieren. Challenge yourself, season burn double. Wie werden die sagen, das wirst du niemals schaffen, ist das mit dem Burger. Das sieht wirklich noch eine Monster. Oh. Kann man diesen Burger essen? Na? Das sieht schon saftig aus, Chad. Och, 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 och. Endlich mal ein saftiger Burger, Bruder. Bruder, der sieht saftig schmackofatzo aus. Man merkt auch, das sind so richtig diese Burger Buns, weißt du, mit Liebe gemacht. Ein Texas Chicken Burger, ganz crunchy sieht man auf jeden Fall hier. Tschüss. Ganz crispy. Och, guck mal, wie tropft wie Honig dieser Burger. Also ich sag euch ehrlich, das sieht nice aus, Chat. Das sieht wirklich lecker aus. Brot gefällt mir. Mein Brot erinnert stark an die deutsche Bäckerei. Die kriegt man auch bei Penny, diese Brötchen bei uns. So ähnlich. Logenbrötchen für 20 Cent. Ja. Hello, Fiverr. Angekommen bei einem sehr besonderen Café. Das hat uns jeder empfohlen, der in Marokko wohnt. Was ist das Fazit jetzt gewesen? Ich bin so confused. Die wollten nur Fußball schauen. Also das sieht ja mal wirklich wunderbar aus. Bruder, der Burger. Wunderschön aus. Boah. Geil, boah, ist das Fazit. Ich schlürf mal ein bisschen. Ich schlürf. Boah, ganz krass, Bruder. Lass mich mal kurz eine Fake-Story machen. Warte kurz. Pack den Rad weg. Jawohl. Und jetzt kommen wir zu... Er war so glücklich. Majestätischen Bananen-Displit. Here we have a Bananen-Displit. C'est français, mon frère. English, no. C'est un chien. Astaghfirullah, brother. Probieren wir mal ein Mignon. 10 von 10. Hast du jemals 10 von 10 verteilt? Noch nie mal im Leben. Hello, Fiverr, wa? Ja, bluff. Ich sag's euch, wie es ist. Ich halte das nicht für eine gute Idee, aber die Jungs wollen seit... das Lustige war, er hat einfach eine Gabel Schlagsahne gegessen. Eis oder ein Stück Bravo, Schlagsahne. Bravo. Probieren wir mal ein Mignon. Ich sag's euch, wie es ist. Ich halte das nicht für eine gute Idee, aber die Jungs wollen seit 3 Tagen diese Waffel hier probieren. Freue mich schon drauf. Aleikum salam, Mabruk. Ah. Zeig mal deine Brille. Ey. Auch mal nicht anfassen, weiß ich meinen. Auch mal nicht anfassen. Okay, okay. Nutella, ja, ja, ja. Fühl ich. Bruder, wie cringe. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Er filmt, er kommt selber vor die Linse und will dann Kamera wegmachen. Chill doch. Komm doch nicht in mein Bild, wenn du nicht aufgenommen werden willst. So ein Flop. Aleikum salam, mein Bruder. Nein, ich möchte nur eine Waffel essen, mein Bruder. Wallah. Wallah, ich will nur eine Waffel essen. Ja, dokumentiert das. Diese ja. Waffel ist nur ein soziales Experiment. Wir wissen nicht, ob es schmeckt. Dann viel Spaß. Danke. Der war komplett im falschen Filmchat. Dann viel Spaß. Mama? Ja, los. Wie sagt man bei euch? Afiyet olsun, oder? Und dann so, nein, wir sind in Marokko. Doch, das so ein Lügner, hör auf bei den Marokkanern zu schreiben. Keine Marokkanerin wird dir schreiben. So Ali, hör mit der Wahrheit. Boah, die sieht aber nice aus. Das gibt mir so belgische Waffeln-Wipes, Chat. Was war das denn für ein Katzenbiss, Alter? Also es gibt selten Essen, eine 10 von 10, aber das ist eine 10 von 10. Hello, Fiverr. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Wir haben einen Türken gefunden. Oha, ey, die türkischen Restaurants, die sind auch überall, Chat, sagt mal ehrlich. Die sind auf der ganzen Welt gespreadet, die wurden einfach gespammt, würde Apo RED sagen. Türkisches Essen gehört zur Kultur von den Marokkanern, Spaß. Wie es hier auch nicht anders kennt, müssen wir in jedem Land einmal türkisch probieren. Oh, ein Halal olsun bre. Okay, gut, sehr gut. Assalamualaikum. Da bist du ja. Er hat alles gesprochen, aber kein Türkisch. Ihr Dinner. Siehst? Adana. Adana. Ah, ich sehe. Aber ey, musst du gehen? Ist ein schöner Laden, Alter. Sieht echt gemütlich aus. Ich werde einen Adana essen, Bruder. Muss nicht schmecken, muss wirken. Nein, Spaß. Das hat sich so gut angeboten gerade. Ich hab mich nicht so viel angesprochen. Ich nehm Lach mal. Lach mal Adjun, Bruder. Sollen wir als Nachtisch später Künefe? Oh, nee. Lass mal. Warum, Alter? Hello, Fiverr. Vorspeise. Was passiert hier, Bruder? Warte mal, was. Hat jemand Brot mit Senf bestellt? Das ist krass, krass. Boah, Knoblauchattacke. Wir haben einen guten Start, meine Freunde. Du hörst mal drauf. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich bin ein kritischer Bewerter, sage ich euch offen und ehrlich. Der nicht so viele 10 von 10 verteilt. Ja. Brot knusprig. Darf ich raten? 10 von 10. Knoblauch, so ist ja gut. Ich gebe dem Ganzen eine 10 von 10. Gut. Das kam jetzt ganz gefährlich. We need more baguette. Bring baguette, Faisal.
Das Ding ist, er hat uns gefragt, wie wir das Fleisch haben wollen. Medium, Medium Plus, well done, ne? Und er hat einfach bei jedem irgendein Ding gekriegt, alles sieht gleich aus. Die nennen Lahmacun Pizza. Das schmeckt wie ein Lahmacun, was frittiert wurde. Medium Rare habe ich bestellt. Mmh, das Fleisch ist ganz zart. Es ist genauso zart wie Kaugummi. Ich gebe dem Steak eine 10 von 10. Hello, bye, Mama. Ich glaube, das ist auch eine marokkanische Spezialität. Was ist das? Pommes. Also, ich probiere mal so eine Kartoffel hier. Ich habe keine Ahnung, wie die das hier gemacht haben. Okay, das ist jetzt wirklich eine 10 von 10. Das Ding ist, Chat, die sind auch voll unprofessionell. Ich finde, Can, Amir und so, auf deren Bewertung kann man sich nicht verlassen. Aber wenn der Mann Laso 10 von 10 gibt, dann könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass das auch Schmacko Fazzo schmeckt, auf der Zunge vergeht. Versteht ihr? Was passiert hier, Bruder? Ist unglaublich lecker. Das Hammergrill. Köfte-Spieß, Bruder. Ist das etwa so gut, Can, dass du das zu sprachlos bist? Ja. Ich probiere es ganz normal. Can hat es nicht so gefallen. Es ist einfach eine 10 von 10. Hello, bye, Mama. Wir sind hier auf so stumpf eigentlich. Bei einem Bazar und werden jetzt einen frisch gepressten Saft trinken. Amir, ich möchte einen Orangensaft. Welchen Saft? Orangensaft. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikum عندنا اليوم في المغرب وبالذات مراكش ساحه جمال بنا. Hello, bye. Oha, der hat einen Satz vorbereitet gehabt für diesen Moment, Chat. Mama. Yes, juice. Can I come, Roya? Wop, 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 wop. Mashallah, mashallah. Mashallah, Chat, ich glaube, die Becher werden gut desinfiziert, oder? Guck mal. Wop, wop, wop. Mashallah. Ich hoffe, die werden weggeworfen. Wallah, ich krieg die Krise. Orangeez. Yes. Mashallah. Abak bak. Adalla. Do you like sugar? Of course. Wisst ihr, wo ich voll Angst hätte? Also da habe ich gerade Joke gemacht, er hat eh höchstwahrscheinlich den Becher weggeworfen und einen neuen genommen. Er wollte nur die Flüssigkeit weghaben, damit sie nicht irgendwie auf der Straße verteilt ist oder so. Aber wirklich in Ländern wie Thailand und so, Chat, ich habe manche Videos gesehen, die Leute, die haben so Hände, da liegt noch Essensreste vom vorletzten Wochenende und er packt da rein, er nimmt die Orangen so und dann denke ich, Bruder, ich würde das niemals trinken. Niemals trinke ich das. Ich schwöre es euch. Und ich will gar nicht so auf Schickimicki tun oder so, aber ich, Chat, mein Magen macht das nicht mit. Ey, am Ende, ich hab Magen-Darm-Vergiftung oder so. Hey, Bismillah. Bismillah. Mashallah, mashallah. This is for you. Okay, mal gucken, wie es schmeckt. Richtig lecker. Guck mal, indische Streetfood-Sachen XD. Der geht bei 40 Gramm mit seinen Armen komplett in das Essen. Ja, guck mal. Chat, ich hab das Video sogar gesehen, glaube ich, Berfsan. Die machen irgendwas und er geht bis hier. Und er knetet das und so. Und hier, man sieht Schweiß, Chat. Ich dachte, ich schwöre, da kriege ich einen Schaden. Boah, ganz krass. Das hat mir Marokko versüßt, ich sag's euch, wie es ist. So, mal gucken, wie der Saft schmeckt. Wow, also ich gebe selten 10 Punkte, aber das ist literally eine 10. Hello, Five. Literally eine 10. Der Typ ist so ein Troll. Mama? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem wieder einen Daumen hoch. Es ist einfach zu Ende. Und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert jetzt, in welches Land wir als nächstes reisen sollen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also ich hätte schon Lust auf Thailand. Die Schnitte sind so schnelllebig, gell? Die essen gerade Burger, plötzlich ertrinken einen Smoothie, dann essen die was anderes, plötzlich die trinken einen Orangensaft und dann ist das Video zu Ende. Ich bin so überfordert.